Hallöchen, meine Lieben, und natürlich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sims 3 Inselparadies. Die Kleine lernt gerade, beziehungsweise macht sie ihre Hausaufgaben. Mal schauen, wie weit sie überhaupt ist. Können wir das eigentlich? Nee, können wir nicht. Okay. So, die Nina ist noch am Schnorcheln. Der Olli ist am Schlafen. Es ist alles so, wie wir es gelassen hatten in der nächsten letzten Folge. Oh, wie ruhig das doch alles ist, ne? Und wenn wir hier oben sind, hören wir das Meer rauschen. Oh Gott. Nina Schmidt beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Das kann doch jetzt nicht sein. Na gut, Ninalein, ich würde sagen... Was? Kaurimuschel hat sie gefunden? Das will ich sehen. Das will ich aber jetzt mal sehen. Ah. So glatt und rund wie die Kaurimuschel ist, lädt sie auf jedem Strand zu Eiersuche. Aha. Gut, Nina, komm mal hier bitte wieder raus, meine Liebe. So, er ist noch am Schlafen und schnarcht sogar dabei. Miau. So. Ist sie jetzt... Hä? Ey, nicht, dass sie mir jetzt noch... Oh Gott, meine Maus ist so schwer. Hier hinschwimmen. Kriegst du das hin? Nein! Sie wird mir noch ertränken. Ah. Ich glaube jetzt, oder? Ja, gut. Weil ich habe immer so einen scheiß Angst, dass sie mir irgendwann ertränkt. Das kann ja nicht sein, ne? Moment, ich muss mal kurz hier auf die Kartenansicht. Und wollte mal schauen, ob wir sie jetzt gegen Grippe impfen könnten. Partner werden, Medizinkarriere starten, Schönheitsoperation unterziehen. Nein, das wollen wir alles natürlich nicht. Ja gut, da sie sich jetzt auch schon ein bisschen krank fühlt. Was denn? So, da sie sich auch schon jetzt ein bisschen krank fühlt, würde ich sagen, wir kümmern jetzt uns gründlich um die Nina. Was fließt denn da so? Oh, dieses Laden. Lade endlich. So, die Nina kann mal hier rein. Ach, und er ist auch schon wach. Super. Was ich übrigens noch machen wollte, ich wollte eigentlich die Küche noch ein bisschen einrichten, beziehungsweise ein paar Geräte und ein paar, ja, so Kleinigkeiten zum Verschönern. Dann fangen wir mal hier mit den Kleingeräten an. Wir stellen, Mikrowelle haben wir ja schon. Wir stellen hier so einen Zerhacker. Ja, dahin könnte es gut passen. Und einen eine Eismaschine, würde ich sagen. Und einen Kaffee-Dingsbums. Und die Pflanze will ich hier gar nicht haben. So, und dazu noch haben wir ja natürlich, wie nennt sich das jetzt? Moment, das muss hier irgendwo sein. Dekoration, alles. So, jetzt muss ich mal schauen, hier haben wir einen Teller. Ja, einfach so hinstellen, damit das auch wirklich aussieht wie eine Küche, ne? Hier haben wir so ein paar Dinger, können wir auch hinstellen. Moment. Nice, jetzt kann ich... Ah! So. Alter! So, ich wollte nur die Flaschen hier nehmen. Und zwar so schräg einfach mal hinplatzieren. Beziehungsweise können wir auch davon hier direkt mal an die Bar, ne? So, meine lieben Zuschauer.
packe ich mal hier hin. Was haben wir noch? Wir haben hier noch solche... Moment, ich muss mal kurz die Wände hier hochziehen. So was hier. Mann. Ups. So. Können wir auch hinstellen. Was haben wir hier noch so für die Küche? Dann haben wir noch sowas. Finde ich auch sehr süß. Moment, da war es eigentlich... Aber so vorne will ich das eigentlich nicht haben. Eher so ein bisschen hinten. Na gut. Lassen wir einfach mal da. Denn hätten wir noch. Ich habe ja hier noch einiges gesehen. So. Muss man hier kurz mal schauen erstmal, was wir hier noch so haben. Was ist denn das da? Ah, aber das ist eher für Badezimmer. Badezimmer, Was ist das? Ach so, so ein Tee-Dingsbums, aber nee, brauchen wir auch nicht. Was ist das? Ich muss mir erstmal hier alles anschauen, ne? Ach so, nee, brauchen wir auch nicht. So, ansonsten scroll ich mal hier weiter runter. Ich will natürlich jetzt nicht zu weit nach unten scrollen. Dann hätten wir hier noch so ein Champagner-Dingsbums. Das können wir auch hier am Ding stellen. Ja, so hin platzieren. Dann hätten wir noch... Moment, das ist alles für, wie heißt das, Badezimmer, Handtücher und sowas, ne? Können wir auch noch machen, später vielleicht. Als erstes würde ich gerne mal erstmal die Küche ein bisschen... Was ist das da? Das sind Bücher, oder? Das Bücher? Jawohl. Dann hätten wir hier noch so ein paar Kochbücher, ne? So ein paar Kochbücher können wir... Ah ja, oh mein Gott, das ging doch gerade. Mein Gott, ich will dich doch nur dahin... oh mein Gott, ich verpasse das immer. Hui, hui. Das nervt gerade. Jetzt mache ich das ein bisschen langsamer. Funktioniert aber sehr schlecht. Oh, scheiße, jetzt ging es wieder. Und ich hab's wieder... Mein Gott, jetzt komm, Alter, kann doch nicht so schwer sein. Scheiße, schon wieder. Schon wieder, ey, ich krieg gleich... Echt einen Ratter. Ich krieg gleich einen Ratter. Na komm schon, das muss doch jetzt hier irgendwo platziert werden. Ich will das gerne da in der Mitte haben, warum geht das jetzt nicht? Verdammt, schon wieder, ey. Ich bin so stur, ich muss das einfach jetzt da hinkriegen, tut mir leid. Irgendwas müssen wir ja da, scheiße. So, dann gehe ich mal langsam. Ach, fick dich. Die Klügere gibt nach. So, einfach mal dahin platzieren. Was haben wir noch so? So, dann hätten wir hier noch so ein paar... Soßen oder... Nee, das ist ja Alkohol, ne? So wie es ausschaut. Gut. Ansonsten hätten wir hier denn noch was. Für die Küche. Naja, soweit eigentlich alles okay, würde ich sagen, ne? Was ist das denn? Ach so, das ist für Pferde, glaube ich. Ja, gut, okay, ich würde sagen, das reicht erstmal. Dann machen wir mal hier Play. Also jetzt sieht es ein bisschen schicker aus. Und das bei Olli, das geht immer noch nicht weg, meine Lieben. Ich habe ihn ja zum Schwimmen geschickt, ne? Also hier ans Meer. Und seitdem ist dieses, wie heißt das? Dieses Ding da, was um Olli ist, echt komisch. Ich weiß es nicht. Nee, Nina, du wirst krank und du willst ein Eis. Das geht ja mal gar nicht. Ich würde dir sagen, du machst dir mal ein heißes Getränk, etwas anderes probieren.
Chai, weiße Schokolade, Banane mit extra Schaum, fettfreier Cappuccino, Sojakaramell mit halbgeschlagener Sahne. Chai, Banane, Zimtkaramell. Oh, das klingt lecker. Nom, nom, nom. Lucy hat Geburtstag. Lucy hat Geburtstag. Heute beginnt für sie ein ganz neuer Lebensabschnitt. Warum kaufst du ihr nicht einen Geburtstagskuchen und veranstaltest eine Party? Heute hat sie Geburtstag. Du gehst jetzt nicht schlafen. Achso, da kommt in einer Stunde. Ich würde sagen, Lucia, du kommst hierher und machst schnell mal ein Nickerchen. So, sie hat sich jetzt einen Kaffee gemacht. Und der Olli kann mal in die Stadt. Moment, so in die Stadt. Und mal einkaufen. Lebensmittelgeschäft. Lebensmittel einkaufen. So, weil die Kleine hat ja Geburtstag, ne? Und wir müssen für sie eine tolle Party veranstalten. So. Jetzt, ey, dieses Laden, ey, das geht mir echt auf die Nerven. Das ist echt ein bisschen... Achso, die Wände könnte ich eigentlich wieder ausblenden, damit wir hier einen besseren Einblick drin haben. Warum will sie Eis essen? Nina, du bist krank. Du kannst doch jetzt nicht noch Eis essen, damit es dir vielleicht noch ein bisschen scheißer geht. So. Wo ist die Katze? Oh mein Gott, die haben wir vollkommen vergessen. Ach dir, der geht's gut. Sie kratzt hier. Kann sie mal ein bisschen spielen? So, die Kleine muss jetzt zur Schule. Hups. Okay, was kaufen wir ein? Wir kaufen einfach alles ein. Sardellen in den Wagen legen. Ja, drei. Kopfsalat. Nee, wir kaufen lieber nicht alles ein, sonst dauert das zu lange. Weintrauben. Katzenfisch. Goldfisch. Apfel. So. Tofu. Knutschender Gurami. Käse. Würstchen auf jeden Fall. Forelle, Seetang, Kartoffel, Karotte, Zwiebel, alles Mögliche. Ei haben wir hier noch. Was haben wir dann noch so im Geschäft? Thunfisch, Limone, Lachs, oh, lecker, lecker, lecker. Wassermelone, Kürbis, Moskitospray, Schwertfrisch, Schwertfisch. Paprika, mag ich gar nicht. Knoblauch, mag ich. Patty haben wir auch. Hummer, habe ich noch gar nicht probiert. Hochzeitstorte für immer, infernaler Geburtstagskuchen. Hallo? Ein, so. Rote Blumen, Braten, Plasmafrucht, scheiß drauf. Steak, naja, komm. Oh ja, Quietschentchen, der kleine wahnsinnige weiße Funke. Lalalalap. Können wir auch eigentlich mal machen. Ne, für Lucy jetzt zum Geburtstag. Gesichts, was steht da? Gesichtsschmelzer Feuerwerkskörper. Ein toller Name. Regenbogenfunkler. Feuerwerk, goldener Drache, Feiertagskanone. Von Eltern erlaubte Schlangen. Roter Blick. Schupper, Schaumbad können wir auch haben. Oh, Knallkörperwertpaket. Dauerbrennerpaket. Dauerbrennerpaket. Ja, nehmen wir. Internationales Paket. So. Explosionspaket. Vielfaltpaket. So, jetzt haben wir alles. Objekte kaufen. So, wir haben schon mal alles gekauft. Was macht die Kleine eigentlich? Sie muss zur Schule. Daddy kann jetzt wieder back. Sie isst natürlich wieder ein Eis. Da, sie hat sich teleportiert. Sehr schön. Echt wahnsinnig. Was ist das denn? Ein Wassereis zubereiten. Kannst du ja danach machen, nach der Schule. So, Olli kommt jetzt nach Hause. Die Nina gönnt sich ein Eis. Der Katze geht es blendend. Sie spielt. Hui. Dann könnte sie auch ein bisschen mal was essen. Nina geht mal schön heiß. Extrem duschen bis extrem sauber. Okay. Extrem duschen bis extrem sauber. Machen wir mal. La 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 la. La 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 la.
So, der Olli ist da. Reste von Feintrauben, Kuchen, Essen. Gut, das Problem ist, wir müssen jetzt das Ganze, was Olli gekauft hat, in den Kühlschrank packen. Kennt ihr meine Nase? Kennt ihr, also nicht, ob ihr jetzt meine Nase kennt, sondern kennt ihr vielleicht, dass wir alles auf einmal in den Kühlschrank packen können und nicht immer alles so einzeln? Das nervt total. Das dauert auch Jahre, bis man das hat. Naja, ich mach das mal einfach schnell. So. Falls ihr wisst, wie das funktioniert, bitte lasst es mich wissen, weil so dauert es ewig. Was ist das denn? So, Tomate habe ich aus Versehen dahingestellt. So, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust drauf, die ganze Zeit hier so die Sachen in den Kühlschrank einzeln zu stellen. Und die Kartoffeln packen wir auch natürlich in den Kühlschrank. Bei uns gehört das ganz woanders hin. Na gut, Würstchen in den Kühlschrank. Ah, das kann ja noch Jahre dauern, bis wir das fertig haben. So, und dann veranstalten wir für die Kleine einen wunderschönen Party. Wir laden auch ein paar Gäste ein, die wir so mittlerweile kennengelernt haben. Falls sie natürlich gerne kommen möchten, sind sie herzlich eingeladen. So. Diese Plasmafrüchte packe ich gerne, stelle ich gerne an der Bar ab, weil, ja, dann können die sich halt ein paar neue Getränke zubereiten. So. Das dauert ja ewig. So, den Kuchen stelle ich auch einfach mal. Scheiße. Kann man gar nicht. Nicht, dass der jetzt schlecht wird, bis Lucia von der Schule kommt. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Kürbis packen wir auch in den Kühlschrank. Der Kühlschrank muss ja riesig sein, dass solche riesen Kürbisse in den Kühlschrank passen. Weil wir haben ja nicht nur einen Kürbis, wir haben mehrere auf jeden Fall. So, ich scroll mal kurz. Hier haben wir noch Karotten. So. Ich finde das, mir ist gerade so eingefallen, wo ich jetzt diese ganzen Obst und Gemüse und was weiß ich gesehen habe. Kennt ihr das, wenn ihr so mit Freunden seid und ihr seid alle in der Küche und kocht zusammen? Das ist so schön. Ich finde das so Hammer. So. Eier auch in den Kühlschrank. Dann haben wir noch Apfel. 4 Stück. So. So, und die Fische können wir auch... Ja, Subi. Das heißt eigentlich auf Deutsch super oder so. Nee. So. Die Weintraube und einen lasse ich mal. Kann ja sein, dass wir das an der Bar. So, was ist das? Achso, Regenbogenfunkler. Dann haben wir hier noch Wassermelone. Können wir eigentlich ein Wassermelönchen auch am Bar platzieren? Beziehungsweise wegstellen? Dann haben wir noch Limone. Was ist jetzt passiert? So. So. Das dauert ewig, meine Lieben. Das ist so blöd, dass ihr das jetzt hier so mitschauen könnt. Ihr könnt es ja einfach vorspulen. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ja. So, unser Putzherr ist auch schon angekommen. Dann soll der mal schön putzen. Wir bezahlen ihn ja nicht umsonst. Und ich hoffe, dass der nicht so ist wie die andere, die wir mal hatten in den anderen, in den letzten Folgen. Die war ja so, die ist bei uns einfach in den Pool geschwommen und hat nichts gemacht und wollte trotzdem Geld haben. Dann habe ich sie einfach gefeuert. Einfach gefeuert. So, Paprika haben wir hier noch. Paprika. So, der Olli geht anscheinend baden, so wie es gerade ausschaut. So. So, alles mal schnell wegpacken. Ich sehe meine Maus gar nicht. So. Wir sind ja auch schon gleich durch. So, 7 Fische. Warum haben wir so viele Fische? Warum? So. Hoppity hopp. Alles erledigt. Der hat bestimmt nur 2 Teller gewaschen und will dafür 125 Simoleons haben. Ich kann das nicht aussprechen. Simoleons. Simoleons. Ach, keine Ahnung. So, Zwiebel haben wir noch hier. Ups. So. 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 Hoppadi hopp. Hoppadi hopp. Und hoppadi hopp.
So, das war's auch schon. Yay! Sehr schön. Und wir haben ja auch hier auch schon Quietschenten und Shampoos. Dann können wir die auch jetzt, wie heißt das, hier schnell am Bad platzieren, beziehungsweise da, wo wir Dings haben, Badewanne, weil hier können wir das nicht so gut machen. Aber wir könnten hier eventuell ein Quietschentchen hinstellen. Das finde ich sehr süß. Ach, geht gar nicht. Das geht nur da unten. Das ist blöd. Ich wollte so am Becken. Ach, das ging doch gerade. Da ging doch gerade was. Da los, das ging doch gerade. Das ist voll besch... Ah, ich hasse das. Das war auch gerade in der Küche so. So, packe ich einfach mal dahin. Hups. Jetzt mal kurz runter und wir haben ja hier Badewannen. Dann können wir da vielleicht ein Shampoo hinstellen. Haben wir kein Shampoo? Shampoo? Ach, da unten. 7 Shampoos. So, und ein Quietscheentchen noch dazu. Quietscheentchen. Da, wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Dann haben wir hier noch ein Badewännchen. Packen wir auch ein Quietscheentchen hin. So, und noch ein Shampoo. So. Wo haben wir noch Badewanne? Da hinten auch noch einen. Wir haben 3 Badewannen. Wow, echt Hammer. So, hier packen wir einen hin. Quietscheentchen da. So, haben wir alles? Haben wir alle Räume? Ja, sehr schön. Supi, sie ist noch in der Schule, aber sie hat gleich Schluss. Oh mein Gott, wir müssen mit der Party langsam anfangen. Oh, die Mama geht einfach schlafen. Das gibt's ja nicht. Deine Tochter hat Geburtstag, Mensch. So. Dann macht das einfach der Olli. Olli, wo steckst du? Der ist natürlich wieder am Computer. Ist ja wohl klar. Die Kleine hat Geburtstag, aber das kümmert ihm ja gar nicht. So, ich würde sagen, wir laden erstmal die Gäste ein. Oh mein Gott, sie wird jetzt ein Teenager. Das ist ja geil. Da müssen wir auch noch für die Lucia einen Freund finden und knutschen, knutschen und sowas, ne? So, Ollilein. Oh, dieses Laden, ne? Fotografieren, lalalala, Party veranstalten. Hopp, 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 lade die 2 Gäste ein oder die 3. Ist ja auch wurscht. Hauptsache, wir haben Gäste. Und ich hoffe, dass der Kuchen... So, oh, wir haben jede Menge Gäste. Oh, das ist ja Hammer. Einweihungsparty, nein, Geburtstagsparty natürlich. Beginn um 17 Uhr. Ne, wir machen einfach mal um 19 Uhr. Beginn 19 Uhr und laden, Kleidung wählen, ungezwungene Kleidung natürlich. So, wir wollen alle einladen. So, Paparazzi, den Alien bin ich mir noch nicht so sicher, aber laden wir einfach mal ein. Dann haben wir auch den Alien als Gast. So, wir haben ja nur Frauen eingeladen. So, jetzt können wir auch ein paar Typen einladen. Ach, wir können ja weiter einladen. Das ist schon mal sehr schön. Wir können jede Menge. Gut. Dann wird die Bude heute auf jeden Fall voll sein. Die Geburtstagsparty beginnt um 19 Uhr. Ich bewundere Sims, die sich die Mühe machen, etwas Neues zu lernen. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Wer chattet denn da? Wer ist denn da am Chatten? Naja, egal. So, die Party haben wir jetzt gemacht, da die Kleine kommt nach Hause, ihr geht's total scheiße, genau an ihrem Geburtstag, Energie auf. Ja, bis die Gäste kommen, kann sie ja schlafen. Und ich freue mich auf die Party.